Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Namensherkunft. Ausnahmsweise habe ich in der Folge mal Pokémon reingenommen, die ihr euch unter anderem in den letzten zwei Videos gewünscht habt. Das heißt, hier werden Pokémon drin sein, bei denen ihr mal wissen wolltet, woher denn die Namen kommen. Und da ihr alle zu voll zum Googlen seid, mache ich das doch liebend gerne für euch. Deswegen, wie gesagt, die ersten Pokémon, die ersten drei oder so sind, glaube ich, welche, die ihr euch in den letzten zwei Parts gewünscht habt. Ihr könnt ja wieder unten in die Kommentare mal ein Pokémon reinschreiben, wo ihr gerne wissen würdet, woher der Name kommt. Und dann packe ich das vielleicht in die nächste Folge. Aber sonst würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem ersten Pokémon. Und zwar Despotar. Despotar kommt von zwei verschiedenen Sachen. Wobei das erste Despot ist. Und ein Despot ist, und ich werde jetzt hier mal Wikipedia zitieren, kommt einmal vom griechischen Despotes, was Herrscher bedeutet oder Hausherr, und beschreibt einen unumschränkt herrschenden oder Gewaltherrscher einer Despotie. Also das ist sowas, könnte man fast schon sagen, wie eine Diktatur. Und es passt zu Despotar, würde ich mal behaupten. Und dann noch von dem Wort Lizard, was Englisch für Echse ist. Und ja, Despotar sieht halt auch aus wie eine Echse. Deswegen Adolf Exler. Haben wir ihn. Pokémon Nummer 2 ist das von euch gewünschte Gastrodon. Gastrodons Name kommt ebenfalls von zwei verschiedenen Begriffen, und zwar einmal von Gastropod. Gastropod ist einfach nur der griechische Begriff für Bauchfüßler. Und falls ihr Gastrodon schon mal gesehen habt, das Ding hat quasi seine Füße am Bauch. Und dann noch von dem Wort Don, was Spanisch für Herr ist. Wenn ich so nachdenke, Herr Bauchfüßler klingt richtig niedlich. Passt es? Warte mal. Bauch hat 5 Buchstaben. Füßler. Wenn man es mit Schaf-S schreibt, hat 6, 11. Schade, Herr Bauchfüßler geht leider nicht. Zu langer Spitzname. Schade, Herr Bauchfuß. Hier, habt ihr neuen Spitznamen für Gastrodon. Weiter geht's zu Pokémon Nummer 3, und zwar zu Folipurba. Folipurbas Name kommt ausnahmsweise mal von 3 verschiedenen Sachen, die alle aus dem Lateinischen kommen. Folipurba hat sich damals definitiv für Latein in der Schule entschieden. Und zwar einmal von dem Wort Folium, was Blatt bedeutet, von Pura, was rein bedeutet, und von Herba, was Kraut bedeutet. Also ein reines Krautblatt. Das Folipurba. Ein reines Krautblatt. Und weiter mit einem Pokémon, welches viele schon vergessen haben, und zwar Kinoso. Kinoso können wir heutzutage, ich gebe euch jetzt den besten Spitznamen, dem ja, was Kinoso, der Kinoso haben kann. Meine Grammatik hat ganz kurz ausgesetzt, tut mir leid. Und zwar kommt es auch wieder von drei verschiedenen Worten, und zwar von den Worten Kirsche, Knospe, Sonne. Kinoso. Was wirklich bedeutet, Kinoso ist quasi nichts anderes als die Haselnusstafel, also das Hanuta der Pokémon-Szene. Benennt eure Kinoso jetzt bitte Hanuta. Ich bitte euch. Danke. Weiter geht's zu einem Pokémon, welches ich sehr, sehr mag, und zwar das kleine Fisch-Pokémon Finneon. Finneon kommt von zwei Begriffen, und zwar einmal von Finn, was auf ich bin schon voll im Lateinischen drin, ne? Nein, es kommt tatsächlich aus dem Englischen und bedeutet Flosse. Und dann noch das Neon, könnte man natürlich meinen, wäre das Edelgas, aber nein, es kommt vom Neon Salmler, was eine Fischart ist. Und ja, der Neon Salmler, das ist halt ein Fisch, und das Ding ist halt auch ein Fisch. Also, ja, wäre ganz passend. Und damit auf dem vorletzten Platz hätten wir Galagladi. Galagladi hat auch eine ganz, ich nenne es fast schon romantische Namensherkunft. Und zwar einmal kommt es von dem Wort Galant. Und das kennt ihr vielleicht, falls ihr Digimon kennt. Ich hoffe, ihr kennt Digimon mit Galantmon. Oder falls ihr Naruto guckt, Jiraiya ist ja auch ein Galant. Und zwar als Galant bezeichnet man im alltäglichen deutschen Sprachgebrauch das zuvorkommende Verhalten eines Mannes gegenüber einer Frau. Was bedeutet Galagladi? Ist ein Gentleman. Und dann von dem Wort Gladiator. Gut, Gladiator kennt ihr natürlich aus dem alten römischen Reich. Galagladi ist ein ehrenhafter Gladiator, der sich gut um Frauen kümmert. Finde ich gut. Und damit sind wir beim letzten Pokémon angekommen. Und zwar, ein legendäres Pokémon darf nicht fehlen. Vesprit. Woher kommt denn Vesprits Name? Vesprit kommt einmal von Vester, was auf Lateinisch Euer bedeutet. Und von dem Wort Esprit,
ich muss gerade nochmal nachgucken, es wird französisch ausgesprochen, Esprit. Und zwar Geist. Euer Geist. Vesprit heißt euer Geist. Ich muss gerade, weil ich das Wort Geist höre, an den Schattenwolf von Jon Schnee aus Game of Thrones denken. Ach ja, Schattenwölfe sind cool. Aber Vesprit ist auch natürlich ein cooles Mann. Und damit sind wir wieder fertig mit dieser Folge. Falls ihr, wie gesagt, ein Pokémon in einer Folge dran haben möchtet, dann schreibt mir einfach einen Kommentar. Ich hoffe natürlich, ihr hattet heute wieder Spaß bei der Folge. Und ich würde sagen, man sieht sich dann beim nächsten Video. Bis dann und ciao.